Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11 Go Licht Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut über Games4U. Und wir müssen uns ja jetzt weiter zum Stadion kämpfen, wenn ich das richtig im Hinterkopf behalten habe. Bin ich mal gespannt hier. So, gegen den hatten wir gekämpft. Da oben mit dem wollen wir noch reden. Was ist denn das? Ein Knochen? Ich habe Knochen gefunden. Mami, Mami, ich habe Knochen gefunden. Sagt man nicht nur mal, ich habe. Naja, was soll's. Hä? Was ist denn hier los? Jetzt kommen wir hier oben auf einmal an. Ich weiß gar nicht, welchen Weg ich nehmen soll. Alles, woran man sich orientieren könnte, ist mit einer dicken Sandschicht bedeckt. Oh, oh, oh. Den Knochen hätte man vielleicht fotografieren können. Aber ist egal, da gehen wir jetzt nicht wieder zurück. Oh, die Expeditionskerlis. Mir geht's gut, ehrlich. Die Hitze macht mir überhaupt nichts aus. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Durchhalten. Einem wahren Arena-Erkunder macht so ein bisschen Sand und Sonne doch nichts aus. Wüstensand hält uns nicht auf. Immer vor im Dauerlauf. Zicke, zacke, 2, 3, 4. Erkunder. Ah ja. Ich kann nicht mehr weiter. Keine Energie mehr. Müssen wir in die Steckdose stecken, den Kerli. War klar. Das muss ein Pokémon-Trainer sein. Alles andere wäre blöd gewesen. Schnapp dir den Ball. Okay. Kratchen. Das hat der Holz am Kopf. Sieht ein bisschen aus, als hätte er Holz im Kopf. Ui, ui. Komm, Samguk, du schaffst es. Wasserwalzer. Scheiße, ey. Vor allen Dingen ist immer Lucien der Idiot als erstes dran. Ach, ich flippe aus, ne? Immer die, die keine Defensivfähigkeit haben, kommen als erstes dran. Das ist doch lächerlich. Lächerlich. Abblocken. Jawohl, endlich, ey. Gewonnen. Okay, hat Sam ein Level abbekommen. Und man kann die auch in die Dünen, oder was? Auch ein Pokémon-Trainer, sonst wäre es nicht gleich losgegangen. Schieß ein Tor. Bumpkin sieht ja krass aus. So, dann mach mal dein Irrlicht-Inferno, probieren wir. Kann er vor allen Dingen zwei Stück davon machen. Und der geht auch rein. Tor, sehr gut. Hahaha, sagt er nur. Und recht hat er. Oh, Ricky hat ein Level abbekommen. Ach was, so sind wir zum Stadion gekommen. Ist ja lustig. Das Problem mit dieser Arena besteht darin, dass man sämtliche Energiereserven bereits auf dem Hinweg aufbraucht. Als ich mir hier das erste Mal ein Spiel ansehen wollte, bin ich auf meinem Sitzplatz vor Hitze ohnmächtig geworden und habe alles verpasst. Mein Papa hat mich den ganzen Weg hierher auf dem Rücken getragen. Mein Papa ist echt der Coolste. Wahrscheinlich ist er jetzt tot. So, ihr wollt ein Match? Sollt ihr haben. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Na dann mal los, ne? Denen zeigen wir's. Wir sind wenigstens höflich genug, vorher zu fragen. Komm, Ricky, Kampfgeist, Maestro. Und dann hauen wir dem ordentlich eine rein. Ausweichen. Oh, ich wollte da hinten nicht hin. Oh, scheiße, jetzt habe ich da hinten hingepasst, oder was? Lecco mio.
Irgendwie ist gerade der Wurm drinne. Nebelschleier natürlich. V3 setzt sich durch. Drücken wir mal weg. Und abnehmen. Und Torschuss, Hyperharmonie. Okay, so. Sehr gut. Passt, das ist okay. Das muss man euch lassen. Ihr wart gar nicht so schlecht. Das nächste Mal sieht die ganze Sache natürlich völlig anders aus. Ich bin völlig fertig. Ich glaube, so kaputt war ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Winsel. Das ist also die Arid Arena. Also ehrlich, warum habe ich früher nur mit solchen Typen rumgehangen? Achtet einfach nicht auf mich, ich rede nur mit mir selbst. Na, dann machen wir uns wieder fit. Passt. Und weiter geht's. Der Platz ist ja fast wie eine Wüste. Sehr geehrte Zuschauer, willkommen beim zweiten Saints Way Halbfinalspiel, in dem Universal auf die Raimon Junior High trifft. Die Bühne für dieses heiße Duell ist eine Fläche aus goldenem, glitzerndem, glühendem Sand. Die Arid Arena. Universal hat anscheinend schon mit dem Aufwärmen angefangen. Dann sollten wir auch mal loslegen. Bist du bereit? So? Er ist hier. Oh, 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 oh. Mann, dieser Soul, der soll lieber aufpassen, er verbraucht seine ganzen TP, bevor das Spiel angefangen hat, ey. Aber wie? Jetzt tu doch nicht so überrascht. Du wolltest doch immer, dass wir zusammen Fußball spielen, oder? Also irgendwie finde ich den Soul ein bisschen komisch. Ja, aber du bist doch krank. Ich meine, du darfst doch noch nicht mal aufstehen. Oh, naja. Arian, halte die Augen offen. Wir wissen nicht, was diese Arena für Geheimnisse birgt, also passen wir besser richtig gut auf. Wir reden natürlich erstmal wie immer mit allen. Ist das nicht der Junge, den du im Krankenhaus getroffen hast? Was macht der denn hier? Ganz schön heiß hier, oder? Wo haben die eigentlich den ganzen Sand her? Gute Frage. Das soll also ihr Stürmer des Jahrzehnts sein? Wie ein Imperialer sieht er nicht gerade aus, aber man weiß ja nie. Alter, so eine Frisur, das musste ich auch erstmal trauen. Wir, das Team der Universal, sind die Stars unter den Elite-Teams von Fifth Sector. Eher werft ihr einen Planeten aus der Bahn als uns. Hey, solange ich hier stehe, wird kein Ball im Kasten von Universal landen. So, was soll ist die Sonne, die über dem ganzen Team strahlt, aber du wirst bald merken, dass du uns nicht nur wegen ihm, fürchten musst, okay? Entschuldigung.
Ich wusste gar nicht, dass du für Universal spielst. Ich dachte, du wärst zu krank, um überhaupt zu spielen. Jetzt weißt du's. Ich liebe Fußball, seitdem ich klein war. Wenn mich die Ärzte mal in Ruhe ließen, war ich auf dem Fußballplatz zu finden. Ich wurde immer besser, man nannte mich sogar den talentiertesten Nachwuchsstürmer des Jahrzehnts oder so ähnlich. Zu wissen, dass ich Talent hatte, dass ich in einer Sache der Allerbeste war, das gab mir ein richtig gutes Gefühl. Aber meine Krankheit wurde schlimmer und schlimmer, bis mir die Ärzte schließlich ganz verboten, Fußball zu spielen. Und dann sah ich euch spielen. Meine Liebe für den Fußball wurde erneut entfacht, mehr als je zuvor. Ich will gegen euch antreten und ich will gewinnen. Wenn mir das gelingt, ist mir alles andere egal. Was? Bloß damit du Bescheid weißt. Uns haben sie schon alle Geheimnisse dieser Arena verraten. Ich finde das ja auch unfair, aber naja, ihr habt euch mit Fifth Sector angelegt. Da wusstet ihr doch, dass sie euch benachteiligen werden. Natürlich, wir haben uns schon daran gewöhnt, dass diese Dreckskerle von Fifth Sector immer betrügen. Ganz egal, ob Fifth Sector uns hilft oder nicht, ich lebe für den Fußball genauso wie jeder von euch auch. Soll. Und du bist der. Was? Du bist die größte Herausforderung, die ich mir vorstellen kann. Also sehen wir mal, was du wirklich drauf hast. Sprich mit dem Trainer, wenn du bereit bist. Das sind wir wohl. Universal ist eine harte Nuss. Aber wenn ihr ein Teamlevel von 37 bis 39 habt, könntet ihr sie knacken. Seid ihr bereit? Jupp. Stellt euch mal vor, ihr seid im Champions League-Finale. Der Trainer sagt so zum Team: Oh, ihr müsst über Level 90 haben, sonst habt ihr ja keine Chance. Seid ihr bereit? Und ihr sagt: Nee. Finale wird verschoben. Wir treffen uns in 2 Jahren wieder. Wir müssen erstmal trainieren. Arjen, Viktor, Ricardo, Jeepe und Samguk. Okay, jetzt gehen wir hin. Jeepe ist drin, Samguk ist drin, Ricardo, Arjen, Viktor E. Okay, passt. Universal ist zweifelsohne das stärkste Team, gegen das ihr je gespielt habt. Trotzdem glaube ich fest an unseren Sieg. Zeigt's ihnen? Hoffen wir mal. Universal hat sich also doch noch entschlossen, Dice da aufzustellen. Wenn sie Rayman besiegen, ist die Fraktion um Hillman erledigt und Sables Rolle als Imperator gesichert. Rayman darf keinesfalls gewinnen. Da sagt der Hobbs gar nichts. Vor allem redet er über ihn, als wäre er gar nicht da. Sable, ich war es, der ihnen den Titel des Imperators verliehen hat. Damit wurde es zu ihrer Pflicht, den Fußball für mich zu regulieren. Sie müssen Imperator bleiben. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Also gehört sogar Austin Hobbs zu ihnen. Wem wird der Einzug ins Finale gelingen? Raymond, dem letztjährigen Zweitplatzierten, oder Universal mit ihrem Wunderstürmer? Möge das Halbfinale beginnen. Okay, jetzt geht's los hier. Touchpad bereit. Raymond gegen Universal. Sind die Filmrechte auch gleich geklärt? Was ist ein Jove-Filmplanet? Keine Ahnung. Arid Arena. Hier hätten man noch einen Planeten Endor nennen sollen, einen Spieler oder so. Oder Yavin 4. Start. Gucken, was wir für Aufgaben erhalten. Darüber sollen wir dribbeln. Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Einfach umgefallen. Was? Treibsand? The shit? Komm, Junge. Feuersense. Na, dann tu dich halt jetzt schon hier für Ausgaben. Von mir aus. Woran erkennt man denn den Treibsand, bitte? Oh, dieser Soll ist wirklich gut. Okay, sicherheitshalber Nebelschleier. Ey, jetzt sieht er sowieso von Haus aus nichts. Der arme Kerl. Durchsetzen probieren wir. Sonnenstrahler. Alter, ich flipp noch aus hier.
So, Jumbo-Presse, weil es günstiger ist. Und es hat funktioniert. Die sind schon nicht leicht. Haben wir was Günstiges? Machen wir den Akrobaten-Twist. Klappt nur nicht. Malstrom. Das Einzige, was ich hier ein bisschen negativ sehe, ist, dass es nicht genug Abwechslung gibt, nach meinem Empfinden. In den Techniken, dass viele die gleichen haben. Komm, Kaiser. Jawohl, endlich geschafft. Jetzt geht's los. Uiuiui. Was zum... Welch ein Dribbling von Deister. Er lässt die Raymond-Spieler wie Slalom-Stangen stehen und auch der Sand kann ihn nicht beeindrucken. Wahnsinn, wie schnell er ist. Der Sand scheint ihm gar nichts auszumachen. Leute, haltet ihn auf. Okay. Was? Uah, der Sand bewegt sich. Da haben wir schon das wohl Spannendste, was die Arid Arena zu bieten hat. Treibsand. Die Spieler von Raymond scheinen darauf völlig unvorbereitet zu sein. Eigentlich könnten sie schon jetzt ihre Köpfe in den Sand stecken. Oh, ich schaff's nicht zu ihm. Arian, er kommt auf dich zu. Also gut. Hey! Fersengeld. Ah! Was war denn das für eine Aktion, Sherwind? Werde Zeugen... Was? Werde Zeugen meines Kampfgeists? Dem Gott des Lichts, Apollo? Ah, das heißt trotzdem Zeuge. Gott des Lichts, Apollo, okay. Sonnenglut. Oh, das wird wahrscheinlich ein dicker Schuss werden. Ach du Schande. Ja, Flammengriff wird dagegen nicht erreichen. Toll. Pflichttor für die Gegner. Ein bisschen unfair ist das ja schon, was sowas angeht. Sam! Er ist einfach zu stark. Wie soll man so einen Schuss nur halten können? Mir stellt sich niemand in den Weg. Ganz egal, wie krank oder gesund ich bin. Ich werde dieses Spiel gewinnen. So oder so. Schon ein bisschen arschig unterwegs, ey. Was kümmert's mich, was danach passiert? Hier und heute werde ich heller scheinen als die Sonne selbst. Da lebt einer für den Fußball. Okay, Aufgabe. 4 Pässe in Folge, das kriegen wir wohl hin. Oder auch nicht. Wenn die dazu blöd sind, die Bälle anzunehmen, nachdem man die gespielt hat, das gibt's doch gar nicht. Sowas, das stört mich voll. Okay, 1, 2, 3, 4. Hammer. Ah, doch kränker als gedacht. Soul, du darfst dich nicht überanstrengen. Du weißt doch. Sherwind, was ist denn los mit dir? Schonst du dich für später oder was? Gar nicht, Victor. Wirklich. Na, dann mach halt mal hinne, du Heususe. Gibt's ja wohl nicht. Arian spielt viel schlechter als sonst. Meinst du, es liegt daran, dass er sich um diesen Jungen Sorgen macht? Gut möglich. Oh nein, nächster Kampfgeist. Tor hier. Schattenakrobat. Rinde mit hier. Pentastern. Ach du Schande. Aber die ist stark genug. Sehr gut. Ausgleich. Tor! Recht so, Leute! Sehr schön, sehr schön.
Nein, die nächsten beiden halte ich aber. Das ist die Standard-Blabla-Geschichte. Ist doch der Torhüter, oder? Oh nein. Grätschen. Er macht eine Taktik. Technik. Harmoniebombe. Abblocken. Vielleicht klappt's ja. Wurde ja nicht. Ich habe eigentlich auf Passen gedrückt, aber es interessiert hier keinen, was man so macht. Grätschen. Ich will vor allen Dingen aber auch die Avatare für die zweite Hälfte aufsparen. Und nicht jetzt schon verbrauchen. Jumbo-Presse ist natürlich recht günstig, das kriegen wir hin. Ach, schade, Mann. Ich wollte gerade den Schuss dann machen. Oh, egal, was soll's. Unsere Kräfte sind im Gleichgewicht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ihr seid gar nicht übel. Wir haben aber Verbalbesitz anscheinend. Diese Typen sind uns haushoch überlegen. Sam, ist alles in Ordnung? Ich fürchte, er wird die zweite Halbzeit auf der Bank verbringen müssen. In seinem jetzigen Zustand nützt er uns nicht viel im Tor. Chipe, zieh deine Handschuhe an. Du schaffst das, oder? Aber klar. Hab alles voll im Griff. Nicht nur das. Ich werde über mich hinauswachsen. Versprochen. Prima. Na los, mach dich bereit. Du hast zwar keine Torwarttechniken, aber du schaffst das. Egal, was die auch auffahren. Ich lass keinen rein. Was ist heute nur los mit mir? Obwohl ich alles gebe, bin ich irgendwie von der Rolle. Aber wir dürfen nicht verlieren. Arian, ich weiß, dass du normalerweise viel besser spielst. Was? Es ist aber egal, ob du dein Bestes gibst oder nicht. Du hast sowieso keine Chance gegen mich. Ich spiele nämlich jedes Spiel, als ob es mein letztes wäre. Denn soweit ich weiß, könnte es das jedes Mal sein. Darum gebe ich immer alles. Heute erlebst du den wahren Soul. Also pass gut auf. Aber du spielst doch für Universal, also für Fifth Sector. Kannst du wirklich alles geben, wenn sie dir sagen, was du machen sollst? Der Imperator liebt den Fußball von ganzem Herzen. Ich glaube an das, was er erreichen will. Und das ist alles, was zählt. Warte mal, wie bitte? Außerdem bin ich nicht wegen Fifth Sector hier, sondern weil ich dich schlagen will. Ich bin ganz einfach Fußballer, mehr nicht. Wenn du's sagst... Ich glaube, jetzt verstehe ich das Ganze. Soll ist so stark, weil er einfach seinem Herzen folgt. Und wenn das so ist, sollte ich das Gleiche tun. Ich liebe den Fußball, genauso sehr wie du, Zoll. Und ich werde dich schlagen. Okay, jetzt müssen wir einen neuen Verteidiger bringen. Einen Honda. Und dann Jeepe ins Tor stellen. Bitte lass das kein Fehler sein, Jungs. Das Erste, was wir machen, ist Jeepe seinen Kampfgeist zünden lassen. Okay, doch nicht, weil irgendeine scheiß Mission hier läuft. Ablocken. Ach, wie er dagegen stand, aber nichts gebracht hat, ey, ne? Okay. Luftikus. Fehlgeschlagen. Ja, lecker. Grätschen. Fehlgeschlagen. Noch besser. Hier, komm. Jumbo-Presse, fehlgeschlagen. Nebelschleier. Fehlgeschlagen. Ey, ich hab eigentlich hier auf... Du Arsch, ey. Ich hab doch auf dies gedrückt. Jetzt macht er hier ein Tor, oder was? Ah, hat's weggefaustet. Also es kann gar kein Tor fallen, oder was, solange da der Spaß läuft, oder wie? Das check ich nicht so ganz. Bumerang-Lupfer machen wir mal.
Sonnenstrahler schon wieder, ey. Das kann doch jeder alles dasselbe. Was ist da dran, der große Wunderfußballer? Check ich schnell. So. Komm hier. Zack. Wirbelsprint. Gut, durchgesetzt. Luftikus. Yeah. Der Dribbling-Weltmeister. Komm, wieder Luftikus. Ach, warum ist Sonnenstrahler so stark? Ich will auch den blöden Avatar jetzt noch nicht callen. Gretchen. Oh, es wird nichts anderes vorbei, als dass wir gucken müssen, wohl mit Arian den Kram hier zu übernehmen. Gretchen, du kostest die wenigstens ein bisschen Energie von ihren blöden Wirbelsprint. Und danach holen wir den Avatar. Das bringt ja sonst alles nichts. So, Pegasus. Du schaffst es schon. Jetzt tut Mu. Oh Mann, warum hat er uns da weggeblockt, der Idiot? Das gibt's überhaupt nicht. So affig. Ich hasse das, wenn sowas in Computerspielen passiert. Lauf zum Ziel, Mann. Pegasus Schock. Wie sie ihre Sturmläufe da aber auch zelebrieren dann immer, ne? Okay. Der Grund, warum ich jetzt die ganze Zeit die Fähigkeit anwende, hängt damit zusammen, dass ich unbedingt dorthin kommen will und keinen Bock habe darauf, dass mir der Ball wieder geklaut wird. Ich werde alles geben, nimm das! Ha! Den habe ich doch schon gecallt. Das geflügelte Ross Pegasus, du bist wirklich ein würdiger Gegner, Arian. Na los, lass uns gemeinsam in die Höhe steigen. Jetzt callt er seinen nochmal, oder was? Das ist doch Schwachsinn. Sol, mir geht's gut, mir geht's gut. Seht alle her. Er ist in die Luft gesprungen. Gleich wird er wieder die Sonnenglut einsetzen. Er ist so weit oben. Aber wenn ich ihn schlagen will, muss ich noch höher steigen. Höher als alle anderen. Bis in den Himmel hebt mich empor, schwingendes Pegasus. Uah! Was? Elysisches? Was? Eine Weiterentwicklung oder was? Was? Dieser Pegasus ist noch stärker. Das ist sein wahres Potenzial. Die beiden Jungs werden noch stärker, weil sie ihre Kampfgeister auf Konfrontationskurs geschickt haben. Wow, das ist der Hammer, Arian. Der Kampfgeist von Arian ist jetzt Erz-Pegasus. Okay. Schieß ein Tor. Na, das kriegen wir doch hin. Pegasus Faust. Machen rein, Mann, machen rein, das wäre die Führung. Oh nein, Gigantenzange. Vorbei, super. Wir haben einen gegnerischen Kampfgeist als Torhüter geschlagen. 2-1, super. Ich darf nicht verlieren. Los, Leute, Zeit für unsere Geheimwaffe. Bist du sicher? Du weißt, was dann passiert, oder? Ja, ich weiß, aber wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ha, Gottes Lichts, Apollo! Und jetzt? Was? Er kann seinen Kampfgeist schon wieder entfesseln, aber er ist doch gerade erst versiegt.
Irgendwas stimmt hier nicht. Er scheint, als würde Apollo immer stärker. Ah, Daystar zehrt von der Aura der anderen Spieler. Überträgt sich ihre Stärke etwa auf seinen Kampfgeist? Haha, dank der TP-Fusion kann ich meinen Kampfgeist so lange einsetzen, wie ich will. TP-Fusion? Das ist ja unfassbar. Aha, sie fühlen sich in die Enge getrieben. Es steht viel auf dem Spiel, da wird keine Rücksicht auf Verluste genommen. Das mag ja sein, aber so haben wir doch keine Chance. Was sollen wir tun? Wenn der Gegner Kampfgeister durch gute Zusammenarbeit erneut entfesseln kann, sollten wir das vielleicht auch mal probieren. Victor, Kapitän, wenn ich es sage, entfesselt ihr eure Kampfgeister, dann versuchen wir ihre Kräfte miteinander zu verbinden. Was redest du denn da? Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert, aber wir sollten es auf jeden Fall probieren, oder? Woher wissen die, was dabei rauskommt? Sie haben ihre drei Kampfgeister zu einem verbunden. Das ist ja heftig. Was? Die haben unsere Strategie benutzt, um eine völlig neue Technik zu erfinden. Ich fasse es ja nicht. Ah, los geht's! Was, Flamberge? So heißt der. Oder, ne. Ich hab. Achso, das ist ein Schuss oder was? Tor, 3-1. Und Tor! Mit einem mega starken Schuss ihrer fusionierten Kampfgeister hat die Rayman 11 endlich wieder ins Spiel gefunden. Ich wette mit euch, dass eigentlich geplant war, dass wir mit dem ersten Schuss den Ausgleich schaffen und dann jetzt die Führung holen. Koch, wir haben es geschafft! Erwin, du bist der Wahnsinn. So viel Spaß hat mir Fußball noch nie gemacht. Erwin hat den Kampfgeist Greif entfesselt. Ja, ich verstehe nur Bahnhof. Dafür weiß ich schon, wie ich die Folge nennen werde. Greif dir einen. Ja, sollen wir die kaputt machen oder was? Wir haben das letzte Spiel 16-1 gewonnen oder was? Ja, du und deine Harmoniebombe. Alles klar, ich verstehe. Gucken wir mal, dass wir einen Kampfgeist callen. Und zwar Ricky. Maestro. Den können wir gar nicht mehr callen. Ja, weil er nicht mehr genug Power hat. Dann rufen wir mal Musashi. Den größten Schwertkämpfer überhaupt. Gretchen. Ich glaube, dass Ryoma weit genug weg ist. Oh, ist einfach umgefallen. Warum das denn? Wollte ich mich veralbern? Jumbo-Presse. Jawohl. Fersengeld, Mann. Lauf, lauf, lauf. Wir sind drinnen, jawohl. Weiterhin volle Konzentration, Leute. Oh nein! Oh, hoffentlich ist er nicht verletzt. Uah! Hey, alles in Ordnung? Das sah aus, als wärst du voll auf den Kopf gefallen. Virtuoso! Oh nein. Ein schlimmer Zusammenprall zwischen Grigo und einem Universalspieler. Ob der Kapitän von Rayman wohl weiterspielen kann? Das klang aber gar nicht gut. Bist du mit dem Kopf auf den Boden geknallt? Alles noch dran? Ja, ja, alles okay. Uff. Hast du dir was verstaucht? Vielleicht solltest du lieber kurz raus auf die Bank. Stechbrenn. Uff. Uff, mir geht's gut. Ich kann spielen. Los, wir müssen gewinnen. Das ist nicht so gut. Auswechslung.
Wir holen mal sicherheitshalber den Kampfgeist aus Jeep heraus. Atlas. Okay. Sicher ist sicher. Nicht, dass da einer auf die Idee kommt und sagt, ey, ich kann hier einfach mal ein Tor schießen. Das sollten wir ja locker schaffen. Nach meiner Meinung müsste Greif da durchfetzen. Ja, ja, super toll. Jumbo-Presse. Tja, soll. Da hast du ja wohl gedacht, dass du was kannst, aber kannst du nichts. Tacke machen wir jetzt. Himmelsturm natürlich. Und dann gucken wir, dass Victor irgendwie was hinbekommt. Beziehungsweise wir lassen Lucien mal den Weitschuss machen. Sollte ja mehr Weitschüsse einbauen. Ja, aber andererseits, der hat halt einen Avatar noch hinten dran. Locker flockig abgehalten und der Nachschuss direkt. Schattenakrobat. Sehr geil. Gucken, ob er abstauben kann. Boah, konnte ihn nicht halten. Wie geil ist das denn? Das, obwohl er einen Kampfgeist hat. 4-1, sehr schön. Denkt der Sieg, der ist schon gegessen. Nein, den nächsten und so weiter und so fort. So, weiter geht's. Ah, jetzt hat er seinen Kampfgeist verloren. Perfekt. Für uns. Gretchen. Vielleicht können wir aber Lancelot noch rufen. Den können wir auch nicht rufen. Ja, toll. Abblocken probieren wir mal. Arian, die Maschine, ey. Fehlschlag, super. Ist aber schon zu Ende das Spiel. Gewonnen. So muss es sein. Dass wir verlieren, hätte ich nie und nimmer für möglich gehalten. Tja, wir sind einfach so gut. Ein Tor ist der Geiste. So. Oha, dick EP bekommen. Harmoniebombe kann Gabby jetzt. Monsterkneifer kann Ave. Schön. Kampfgeistfusion. Verbinde Kampfgeister, um sie noch stärker zu machen. Berühre Kampfgeist, während die passenden Geister aktiv sind. Mit den TP aller Spieler kannst du einen Kampfgeist erneut entfesseln. Okay. Beachte dabei die Reserven der Spieler. Saul! Einfach umgefallen, der Junge. Warte. Oh nein! Ein tolles Spiel. Ich bin froh, dass wir im Halbfinale auf euch getroffen sind. Jetzt kann ich meinem Schicksal beruhigt ins Auge sehen. Zumindest glaubte ich das vor dem Spiel. Aber ich will doch weiterspielen. Arian, es kann doch nicht alles so enden. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Soul, du wirst wieder spielen können. Glaubst du? Ich weiß nicht. Natürlich wirst du das. Die Ärzte haben noch gesagt, dass du wieder gesund werden kannst, oder? Also tu alles dafür, wieder gesund zu werden. Wenn du nicht aufgibst, werden wir eines Tages auch wieder zusammen spielen. Ganz egal, wie lange es dauert. Ich werde für dich da sein, wenn du wieder gesund bist. Okay. Solange ich nicht aufgebe, wird alles gut werden, stimmt's? Na klar. Wer doch gelacht. Okay. Sprich mit Frau Hills, okay. Das machen wir, aber nicht heute. Jetzt machen wir nämlich, oder schon heute, aber in der Folge halt, nicht mehr in der nächsten dann. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.